Die Familie der Orchideen ist eine große, voller Schönheit und Raritäten in Form und Farbe. Eine sehr erlesene und umfangreiche Sammlung gibt es ganzjährig im Botanischen Garten in Linz zu bestaunen und zu genießen. Wir haben ca. 8000 verschiedene Orchideen stehen, die in Kultur sind. Es gibt ungefähr 33.000 bis 35.000, je nachdem wie die Wissenschaftler die Arten zusammenfassen. Es gibt noch immer Arten, die noch nicht entdeckt sind, also es gibt noch immer was zu entdecken, so ist dann nicht. Aber bei uns werden ungefähr an die 8000 verschiedene Arten kultiviert. Für den Pflanzenfreund stellt sich da die wesentliche Frage. Wie aufwendig und anspruchsvoll sind denn die Grazien des Pflanzenreichs wirklich? Grundsätzlich ist es so, sie sind pflegeleicht. Man muss ihnen nur das geben, was sie brauchen. Die normalen Phalaenopsis wollen Zimmertemperatur 18 bis 22, 23 Grad. Die kommen ursprünglich aus Philippinen. Das mehr oder weniger des Wasserbedarfs richtet sich vor allem nach der Herkunft der Orchideenart. Die Wanda lebt gern über die Wurzeln, also die nimmt über die Wurzeln das Wasser auf, aber braucht keinen Nährboden dazu, keine Rinde, kein Substrat. Die hängt da in der Natur so auf die einzelnen Äste, wo dann die Wurzeln das Weite suchen und einfach nur frei herumhängen. Andere Orchideen, die Frauenschuh, die mittelamerikanischen Frauenschuh, wie sie jetzt da vor mir stehen, die wollen mehr Feuchtigkeit, die können im Sommer richtig im Wasser stehen. Und einen halben Zentimeter, Zentimeter macht gar nichts, wenn das einmal drei, vier Tage steht. Dann wieder ein bisschen abtrocknen, aber die wollen es wirklich viel feuchter und brauchen eine höhere Feuchtigkeit. Und die Phalaenopsis wissen durchaus auch eine genussvolle Dusche zu schätzen. Für die meisten so eine Faustregel, einmal in der Woche ordentlich abduschen, ordentlich eintauchen. 10 Minuten, Viertelstunde warten lassen und dann wieder abtropfen lassen, so damit im Übertopf nichts drinnen stehen bleibt. Die Welt der Orchideen ist nicht nur inspirierend, sondern wirklich reich an Vielfalt in Form und Farbe. Ja, die Blütenformen bei den Orchideen sind sehr vielfältig. Vom typischen oder einheimischen Frauenschuh angefangen über den amerikanischen Frauenschuh, wie er da jetzt vor uns ist. Beziehungsweise, das ist auch noch eine ganz exotische Blütenform von dieser Bulbophyllum. Jede Variation ist möglich. Es gibt von diesen 33.000 verschiedenen Orchideen einige, die so kleine Blüten haben, dass man es unter der Lupe anschauen muss. Einen langen, freudigen Blick. Ob mit oder ohne Lupe, sollten Sie der Orchideensammlung des Botanischen Gartens in Linz auf jeden Fall schenken.